Was geht ab, liebe Leute? Es ist an der Zeit, mal wieder ein Fragen-Antworten-Video zu machen. Es ist schon recht lange her und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Wir haben viele Videos, die sehr, sehr gut gingen. Wir haben viele neue Abonnenten. Wir haben jetzt schon fast 20.000. Also bin ich schon sehr, sehr stolz. Und dementsprechend stellt ihr ja auch immer mehr Fragen, speziell auch zum TT und so weiter. Deswegen nehmen wir heute einfach mal den Tag und beantworten diese. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Von dem her würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal. Ich habe mein Handy hier dabei und werde jetzt einfach die Fragen hier vorlesen, die ihr gestellt habt. Fangen wir einfach gleich mal mit der ersten an. Die erste Frage kommt von Marcel Groß. Er hat gefragt, was war dein erstes eigenes Auto? Bist du durch die Führerscheinprüfung gefallen? Also mein erstes Auto war ein Golf 6 GTI. Sehr, sehr schönes Auto, hat sehr viel Spaß gemacht. War auch sehr cool. Ich muss mal schauen, ich hoffe, ich habe ein Bild. Ich blende mal ein Bild für euch ein. Und ja, ich glaube, es war schon ein sehr cooles Auto, um in die Autowelt einzusteigen. Und bist du durch die Führerscheinprüfung gefallen? Nein, bin ich nicht. Ich habe es ganz vorbildlich aufs erste Mal geschafft. Ne? Schulterblick, alles war so, wie das sein muss. Und so fahre ich heute ja auch immer noch. Die nächste Frage kommt von Maxi Koller. Er fragt, Daniel, wie lange hast du noch vor, das mit YouTube zu machen? Das hängt ganz von euch ab. Das hängt davon ab, wie lange ihr das noch sehen wollt. Ne? Also im Moment bin ich sehr, sehr happy mit dem, wie es läuft. Wie gesagt, der letzte Monat war mit Abstand der beste Monat, den ich je auf YouTube hatte. Wir hatten, glaube ich, 350.000 Aufrufe in dem Monat, haben über 5.000 neue Abonnenten dazu bekommen. Also das ist einmal für meine Verhältnisse und für die Größe des Kanals schon sehr, sehr gut. Es macht mir sehr viel Spaß. Wir haben jetzt auch viel guten Content in Planung. Mir macht Spaß, solange es euch Spaß macht und ihr die Videos guckt, möchte ich weitermachen und freue mich dementsprechend natürlich auf alles, was da noch so kommt. Louis L. hat gefragt, hast du Abitur gemacht und studiert oder hast du Ähnliches vor? Also ich habe Abitur gemacht, Fachabitur, um ganz genau zu sein, und habe sogar angefangen zu studieren. Ich habe angefangen Wirtschaftsinformatik zu studieren, hatte aber gar keinen Peil so richtig, was das ist. War auch ehrlich gesagt zu einer Zeit, wo eben Motorsport immer mehr wurde und immer mehr wurde. Und ich weiß noch ganz genau, damals, das ging los, das Studium. Ich war dann in Macau eine Woche Formel 3 Rennen. Dann bist du einfach immer wieder weg und wirst immer rausgerissen und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich konnte mich auf das Studium nicht wirklich konzentrieren und habe dann für mich gesagt, okay, jetzt Motorsport, jetzt wird es immer professioneller, jetzt konzentriere ich mich voll und ganz darauf und somit ging mein Studium im Endeffekt einen Monat vielleicht. Aber der Wille war da, der Wille war da, ne? Der Wille zählt. Leonard G. hat gefragt, mich würde interessieren, ob ihr während der Fahrt in der GT3 die Reifentemperaturen und den Druck sehen könnt, also zumindest die Engineers. In iRacing sieht man ja nichts. Ja, wir können das alles sehen. Wir haben als Fahrer ein Display, auf dem wir alles umschalten können. Und da gibt es auch eine Page, die mir Reifendrücke und das Ganze anzeigt. Also im GT3 Auto, und ich würde mal sagen, das ist aktuell in jedem neuen GT3 Auto so, kannst du diese Werte sehen. Das heißt, wenn du es im Spiel nicht hast, ist es in dem Fall nicht real. 991 Turbo S fragt, wann ist endlich ein Tuning für den 9R8 V10 Plus fertig? Mit wie viel Leistung ist zu rechnen? Also unser Plan ist es, den R8 in Genf, auf dem Genfer Autosalon im März vorzustellen. Und jetzt ruft mich hier gerade der Raffi an. Kleinen Moment. Ja, Raphael, grüß dich. Ich stehe gerade vor der Kamera und film gerade. Ist schön, dass du anrufst. Fragen-Antworten-Video. Ne? Hast auch noch eine Frage? Warte, schieß los. Wie sitzt man sich am besten hin beim großen Geschäft? Den kannst du auch mit reinnehmen, die Frage. Die ist sehr wichtig. Okay. Dann auch noch. Ciao. So, das kommt davon, wenn man keinen Flugmodus anmacht. Also wie gesagt, Genfer Autosalon werden wir den ausstellen. Leistung, da kann ich aktuell nichts zu sagen, aber das habe ich ja schon mal gesagt, es ist einfach verdammt schwer, aus so einem Saugmotor, der einfach schon sehr gut ist, da ohne groß den Motor selbst zu modifizieren oder anzufassen, ja, viel rauszuholen. Deswegen keine Ahnung, was das Ergebnis sein wird. Killbeast fragt, kommst du aus Kempten? Abt ist ja auch aus Kempten und du hast leicht den so schönen bayerischen Dialekt, gell? Ja, gell, du, ja, weißt, nein, ich habe gar keinen bayerischen Dialekt, sondern wir haben hier im Allgäu so einen schwäbischen Dialekt, ne? Also so mit Hasch und Bisch und Tusch, na, wie fühlst du dich heute, so. Ich versuche das natürlich immer abzustellen, aber ja, ich komme aus Kempten. Maximilian Kühn fragt, eine Frage mal, gab es in der letzten Saison nicht zwei Rennen pro Austragungsort oder habe ich da was verpeilt? Die Frage ist bezogen auf die Formel E.
Da hast du nicht was verpeilt, es war nur nicht jedes Rennen so, sondern es war nur beim Saisonfinale in London. Und dieses Jahr ist es so, dass es zwei Rennwochenenden gibt, wo wir je zwei Rennen haben, nämlich Montreal und, jetzt kommt's, New York. Das wird mega fett, da freue ich mich richtig drauf, in New York Rennen fahren, müsst ihr euch mal vorstellen. Die Formel 1 versucht das seit 100 Jahren zu schaffen und wir mit der Formel E werden dort nächstes Jahr fahren, also das wird mega. Luca Ludwig, bei dem Namen muss ich immer schmunzeln, weil ich muss immer an den Rennfahrer denken und meine immer, der schreibt da, fragt unter dem TT-Video, hi, bleiben die Serienfelgen drauf? Das habe ich eigentlich im Video schon so ein bisschen angedeutet oder gesagt, die bleiben nicht drauf. Es wird auch das nächste Video, das ihr zu sehen bekommt, wird auch ein Video sein, wo wir die neuen Felgen drauf machen. So, ich habe da lange überlegt, mache ich es nicht, gerade weil eben Winter ist und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, jetzt machen wir das Ding entweder gescheit oder gar nicht. Deswegen, die Felgen, die kommen morgen drauf. Und wir filmen das mit und zeigen euch dann das Endergebnis. Das ist generell der Plan mit dem TT, dass wir wirklich Step by Step alles, was gemacht wird, mitverfolgen. Deswegen auch dieses Video, wo ihr dann den ganzen TT oder wo ich euch mal den TT grundsätzlich vorstelle, müssen wir jetzt noch ein bisschen verschieben, weil es gerade zeitlich einfach nicht wirklich reinpasst. Und ich will, dass es gut wird, aber ihr bekommt alles mit und werdet nichts verpassen, was den TT angeht. SBZ schreibt, was, eure Mitarbeiter fahren keine Autos von Abt, kann ja nicht angehen, hoffe, das sind alles Winterkarren. Ja, das ist auch auf das TT-Video bezogen, weil das Auto oder der TT, wo der da stand, wo ich ihn euch gezeigt habe, das war der Parkplatz, wo alle Autos parken, die nicht Audi und VW sind. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt, weil es natürlich fürs Erscheinungsbild einfach schöner ist, wenn vorm Hof die Autos, die Audis stehen und die Autos, die zu unseren Produkten passen. Aber wir haben 180 Mitarbeiter und es ist ja klar, dass nicht jeder sich jetzt irgendwie ein Audi leisten kann oder einen Umbau von uns oder all diese Themen. Deswegen ist es halt so, dass die dann hinterm Haus parken. Von dem her, macht ihr mal keine Sorgen, es fahren genügend in unserer Firma mit unseren Autos rum. Thilo Reinig fragt, was hältst du eigentlich von BMW? Das ist so eine Frage, die höre ich immer oft. Was hältst du von BMW, was hältst du von Mercedes? Weil die Leute immer denken, nur weil ich jetzt ja mal markenbezogen bin und natürlich die Verbindung zu Audi habe, man andere Marken deswegen hatet oder nicht mehr mag. Aber das ist gar nicht der Fall. Ich finde, das sind alles Top-Marken, die bauen alle schöne Autos und dann kommt es wirklich nur noch auf den einzelnen Geschmack an, was man mag. Aber nur weil ich jetzt ein Audi fahre, muss ich ja nicht einen BMW hassen oder sagen, der fährt ein BMW. Also das ist generell was, das liest man auch extrem oft in den Kommentaren und so. Leute, ich finde es ja gut, wenn ihr zu einer Marke steht und wenn ihr sagt, okay, pass auf, das ist die Marke, mit der ich mich identifiziere, aber lass doch die anderen auch leben. Also, es gibt doch keinen Grund, sich gegenseitig zu haten, sondern man muss ja froh sein, dass es so viel Vielfalt gibt, dass es verschiedene Geschmäcker gibt, weil wenn jeder ein Audi fahren würde, dann würde ich es auch nicht feiern. So, von dem her ist das gut so, haben alle ihre Daseinsberechtigung, machen alle schöne Autos und lasst die Leute leben. Freaky Runner hat geschrieben, was mich mal interessieren würde, ist, ob du auch Tuning-Teile nimmst, was nichts mit Abt zu tun hat. Fahrwerk, Abgasanlage, Felgen und so. Also ich werde natürlich alles, was es von uns gibt, für den TT nehmen. Ich denke, das ist ganz klar. Es macht ja keinen Sinn, irgendwas anderes zu kaufen. Zumal das, was für den TT kommt und geplant ist, mir sehr gut gefällt. Und ich glaube, es wird euch auch sehr gut gefallen. Also da wird was kommen. Klar, jetzt zum Beispiel Fahrwerk. Wir haben aktuell kein Fahrwerk für den TT. Macht relativ wenig Sinn, weil ja dieses Audi-Fahrwerk drin ist und eigentlich nur mit Federn dann gearbeitet wird. Und da habe ich ja auch schon im letzten Video euch gesagt, dass H&R ein Partner von mir ist. Ich war bei denen, die haben auch ein TTRS da, also zum Beispiel Fahrwerk werde ich mir dann bei den Kollegen von H&R bestellen. Car Channel Germany hat geschrieben, könntest du dir eigentlich vorstellen, dein TT oder ein anderes Auto selber zu tunen? Also Design, Karosserie, Leistung, Performance. Ja gut, ich meine, das ist ja so leicht gesagt, es steckt ja unheimlich viel dahinter. Also man kann ja nicht einfach sagen, ich will jetzt was tunen. Natürlich hätten wir die Kontakte, um zu sagen, man probiert mal eine eigene Kreation oder was Eigenes zu machen. Und ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, mal in Zukunft vielleicht so eine DA-Linie zu machen oder sowas. Keine Ahnung, da kann man ja rumspinnen, wie man will, aber es ist natürlich sehr viel Aufwand, mit sehr viel Kosten verbunden. Man muss ja eine gewisse Stückzahl machen, man muss das produzieren, man muss Werkzeuge machen. Also es ist nicht einfach mal schnell gemacht. Das ist sehr, sehr komplex, sehr viel Aufwand und ja, würde einfach im Moment überhaupt keinen Sinn machen. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie den Bedarf danach habe, weil wir einfach von der Firma die Dinge haben, die ich haben möchte, alles machen können, was ich machen möchte. Von dem her bin ich da rundum glücklich. Und zu guter Letzt eine ebenfalls sehr gute Frage von Airbus A380. Schönes Flugzeug. Er hat geschrieben, hast du JP noch getroffen bzw. mit ihm geredet?
Das war ja auch was ich im letzten Essen-Motorshow-Video gesagt habe, dass ich es cool finden würde, ihn mal zu treffen und ihn mal zu sprechen. Und wie der Zufall es so will, und ich habe mich extrem gefreut, wirklich extrem gefreut, hat JP gestern Abend unter dieses Video kommentiert und hat geschrieben, Daniel, wärst du einfach mal reingekommen? Und das, also das hat mich wirklich gefreut, weil es zeigt ja zum einen, dass er das Video angeschaut hat, weil der Teil mit JP kam irgendwo in der Mitte oder gegen Ende. Also das muss man ja erstmal anschauen. Und dann auch noch so eine coole Antwort zu schreiben, das hat mich echt gefreut. Jetzt hoffe ich mir natürlich, dass wir vielleicht mal in Kontakt kommen und vielleicht auch mal was zusammen machen können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will da nicht zu viel versprechen, aber ich fand das sehr, sehr korrekt und hat mich wirklich gefreut und zeigt auch, dass diese ganze YouTube-Szene schon ein bisschen auf die, der eine schon ein bisschen auf den anderen guckt. Aber war echt eine Ehre für mich und macht mich stolz und da freut sich der Daniel, ne? Ja Leute, das war also mal wieder ein Fragen-Antworten-Video. Ich habe versucht, einfach mal wieder ein paar eurer Fragen rauszusuchen. Ich denke, es ist immer besser, das zu sprechen, wie nur drunter zu schreiben. Seid gespannt. Wie gesagt, nächste Woche TTRS-Felgen-Video wird kommen. Wir sind kurz davor, 20.000 Abonnenten zu knacken, also auf dem Weg dahin. Ich bin da auch sehr, sehr happy. Danke nochmal an alle, die auch neu dazugekommen sind, die neu in der Gang sind. Freut mich wirklich sehr. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bin jetzt raus. Peace out. Hier, abonniere und hier, geiles Video schauen.